Guten Morgen. Ich wünsche wohl geruht zu haben. Ich würde gerne zu Anfang beten. Mein Gott, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns trägst, Herr. Und dass wir dich loben dürfen, aber auch vor dir klagen dürfen in unserer Not. Ich danke dir, dass du einfach da bist und wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Dass wir uns nicht verstellen müssen, sondern dass wir einfach auch komplett uns frei machen können vor dir. Du sollst gelobt sein und im Zentrum sein. In Jesu Namen. Amen. Ich habe heute ein besonderes Thema, ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Ein Thema eigentlich, was heute nicht passt, aber ich habe mir gedacht, was soll der Geiz? Das Thema ist Auferstehung, Leben in Freiheit. Warum ist Auferstehung so wichtig? Auferstehung ist wichtig für mich. Warum? Ich habe viele Diskussionen mit Muslimen, ich habe viele Diskussionen mit Heiden, ich habe viele Diskussionen mit Menschen, die einfach Historiker sind, und die sagen zu mir, Auferstehung kann man nicht beweisen. Auferstehung kann man einfach nicht beweisen und deswegen ist es unwichtig. Für mich ist die Auferstehung aber sehr wichtig und deswegen will ich heute mit euch etwas darüber erfahren. Im 1. Korinther 15, Vers 14 heißt es, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Ohne die Auferstehung Jesu Christi ist unser Evangelium, die frohmachende Botschaft, umsonst. Das Spannende ist, dass auch Paulus diese Diskussionen hatte, dass Menschen glaubten, dass Jesus nicht auferstanden ist oder dass er im Grab vertauscht worden ist oder dass er nur scheinbar auferstanden ist. Da gibt es verschiedene theologische Diskussionen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich später mal anfragen. Es ist sehr, sehr spannend, aber nichts weiterführend. Das Spannende ist, dass das Wort Auferstehung im Griechischen so viel wie erwachen bedeutet und 157 Mal vorkommt im Neuen Testament. Das Wort erwachen kommt 157 Mal im Neuen Testament vor. Also es ist nicht einfach nur mal nebenbei, wo man ein, zwei Mal hört, sondern es ist ein Wort, das sehr häufig vorkommt. Und dieses Wort wird normalerweise in der griechischen Literatur dafür verwendet, wenn jemand aus dem Schlaf aufwacht. Wir lesen das bei Augustinus, wir lesen das bei Cicero. Immer wieder werden die Menschen aufgewacht oder aufgeweckt aus dem Schlaf. Aber im Neuen Testament wird das Wort umgeändert und Menschen werden aus dem Tod wiedererweckt. Und es macht einen riesen Unterschied, ob man glaubt, dass Jesus Christus gelebt hat. Jeder Mensch in der Geschichte, der glaubt, dass wir Jahr 2017 haben, schon fast vertauscht, 2017 haben, der glaubt, dass Jesus Christus gelebt hat. Weil wir glauben ja 2017 nach Christus. Jeder Mensch auf dieser Erde, der die gleiche Zeitrechnung hat wie wir, glaubt, dass Jesus als Mensch gelebt hat. Aber es ist nicht nur wichtig, dass wir glauben, dass Jesus als Mensch gelebt hat, sondern es ist auch wichtig, dass wir glauben, dass Jesus auch verstanden ist und dass er der Herr wird für mein Leben, mein Retter wird. Also ein reiner Jesus-Glaube, dass ich sage, Jesus hat mal als historische Figur gelebt, erzeugt noch keine Rettung. Ein Theologe sagte mal, wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren worden wäre, aber nicht einmal in dir, dann wärst du trotzdem ewig verloren. Es ist nicht wichtig, ob Jesus in Bethlehem geboren ist oder nicht. Es ist wichtig, dass er in dir neu geboren ist. Und dass er in dir auferstanden ist, dass er dein Leben neu gemacht hat, dass er dich verändert hat, dass er dich neu gezeugt hat durch seinen Tod. Deswegen ist die Auferstehung wichtig. Das nächste ist, warum ist Christus überhaupt gestorben? Warum ist das überhaupt alles so wichtig? Ich habe mal weiter überlegt, wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, oder wenn wir es nicht glauben, dass Jesus nicht auferstanden ist. Wie wäre das heute für uns? Für uns macht das nicht so einen großen Unterschied erstmal. Aber für die Leute, für die Jünger macht das einen riesengroßen Unterschied. Jesus wird gekreuzigt. Was machen die Jünger, nachdem Jesus gekreuzigt wird? Sie gehen zurück fischen. Die waren so traurig, so am Boden zerstört. Jesus, er hat Unterricht gegeben. Wir sind mit ihm teilweise groß geworden. Der hat Stühle und Tische gebaut. Wir kennen ihn. Er ist unser Lehrer. Wir sind durch die Orte gezogen mit ihm. Er hat unser Leben verändert. Und dann stirbt er. Was für ein tiefer Zerbruch in diesen Herzen sein muss.
Jesus auf einmal tot. Meine ganze Vorstellung, alles, was ich habe, ist kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber vor 2 Jahren hat mein Cousin sich das Leben genommen. Und ich habe so geweint, meine Augen haben so wehgetan vor Weinen. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Kumpel von Jesus und er stirbt, die haben bestimmt so doll geweint und waren so verzweifelt, die Organe haben sich umgedreht vor Schmerz, die Augen haben wehgetan. Und was machen sie? Jesus stirbt und sie gehen fischen. Vernünftige Leute, würde ich sagen. Aber was passiert dann? Christus wacht auf, er steht auf, er ist ein auferstandener Gott und er erscheint den Jüngern beim Fischen. Was passiert? Sie gehen zurück nach Jerusalem und predigen das Evangelium. Wäre Christus nicht auferstanden, dann würden sie nie mit dieser Überzeugung nach Jerusalem gehen und auch um ihr Leben fürchten. Aber wenn der Auferstandene dir begegnet, dann verändert es was. Dann hält er dich sogar vom Fischen ab. Das ist unglaublich. Wenn der Auferstandene hineinkommt zu den Jüngern, dann verändert er was. Und dieser lebendige Gott ist heute noch erfahrbar und heute ist er noch erlebbar. Aber warum ist es so wichtig, dass er am dritten Tag aufersteht? Ich werde getötet und am dritten Tag auferstehen. Es gibt viele Bibelübersetzer, die sagen, das können wir doch eigentlich weglassen. Warum eigentlich der dritte Tag? Wenn ich Jünger Jesu wäre in der Antike, dann würde ich sagen, sag mal, warum das alles? Und warum stehst du gerade am dritten Tag auf? Warum nicht am zweiten, warum nicht am vierten Tag? Was soll das alles? Dann würde er zu mir sagen, Johannes, weil du die Schrift nicht kennst, weil du nicht weißt, wie alles zusammenhängt. Ich habe jetzt eine Untersuchung gemacht. Ich bin selber noch total aufgeregt deswegen. Aber ich hole euch mal rein. Warum ist die Drei so wichtig? Wir kennen das aus der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wir kennen das zum Beispiel auch aus Jesaja 61, Vers 1. Da wird dreimal der Name Gottes verwendet. Wenn Gott den Menschen schafft, in 1. Mose 1, 27, lese ich vor, steht geschrieben, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dreimal wird das Wort schaffen, bara im Hebräischen, benutzt für den Menschen. Gott nimmt sich besonders Mühe bei der Schaffung des Menschen. Dreimal schafft er den Menschen. Dann geht es weiter. Wir lesen, wenn bei Abraham, als Gott ihm erschienen ist, 1. Mose 18, lesen wir, dass Gott mit 3 Männern zu ihm gekommen ist. Wieder die 3. Es hängt zusammen. Warum? Diese Zahl ist eine göttliche Zahl, weil sie eine Verbindung zwischen Gott und Mensch schafft. Frau, Mann, Gott. Dieses Trio ist nicht nur im Leben wichtig, nicht nur in der Ehe wichtig, sondern auch in der Gemeinde wichtig. Wenn du Gott in deiner Beziehung hast, in dieser Dreiheit, dann kann deine Ehe vernünftig werden. Und deswegen, diese Dreiheit ist von Anfang an berichtet. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich mach's kurz. Auch die Hochzeit zu Kana geschieht am dritten Tag. Warum? Bis heute heiraten alle Juden in Israel am Dienstag, am dritten Tag. Weil bei der Schöpfung im 1. Buch Mose am dritten Tag das Wort gut 2-mal benutzt wird. Deswegen heiraten Juden am Dienstag. Wenn wir weiterlesen, Exodus 10, 22 bis 23. In Ägypten gab es 3 Tage Dunkelheit, aber nur die gläubigen Israeliten hatten Licht. 3 Tage. Exodus 19, 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen war, da waren Donner und Blitz und ein Posaunenschall. Und die Erscheinung am Sinai wurde eingeleitet. Am dritten Tag kommt der Ewige auf die Erde. Genesis 42, 18. Und am dritten Tag sprach Josef zu ihnen, tut dies und ihr sollt leben. Am dritten Tag gibt Josef seinen Brüdern die Verheißung. 4. Mose 19, 12. Selbiger soll sich am dritten Tag damit entsündigen und am siebten Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entsündigt am dritten Tag, so wird er am siebten Tag nicht rein sein. Der dritte Tag ist auch für die Heiligung wichtig. Jona 2,1, und es geschah, Gott bestellte einen großen Fisch und Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte.
Esther 5,1. Und es geschah am dritten Tag, da kleidete sich Esther mit königlichen Gewändern, womit die Rettung Israels eingeleitet wurde. Wieder am dritten Tag. Hosea 6,2. Er wird noch 2 Tagen wiederbeleben und am dritten Tag uns aufrichten. So werden wir von seinem Angesicht leben. Am dritten Tag. Und dann der Höhepunkt. Die Erzväter Israels. Abraham, Isaac und Jakob. Am dritten Tag. Was passiert? Jesus steht am dritten Tag auf, damit er zeigen kann, durch die ganze Schrift hindurch, von Genesis bis zum Evangelium, ich bin der Messias. Wenn ihr die Schrift kennt, dann werdet ihr mich erkennen. Und das, wenn ich das, als ich das gelesen habe, mein Bruder, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich bin zu Christian gelaufen und sage, ja, wie toll ist das denn? Die Schrift ist heute noch so lebendig, in der Schrift kannst du Christus finden. Das begeistert mich so sehr. Und es findet einen roten Faden von Genesis bis zum Evangelium am dritten Tag. Und er steht am dritten Tag auf und er wascht die Augen von denen, die blind sind. Und zeigt, ich lebe und du sollst auch leben. Und ich habe das die Schrift erfüllt. Von Anfang, von Genesis bis zum Ende bin ich da. Und du kannst mich finden. Ich bin so begeistert von diesem Gott. Wenn wir den Text anschauen und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Das Wort, was hier mit sinnlos übersetzt wird, heißt im Griechischen leer. Wenn das Evangelium nicht mit der Auferstehung Jesu Christi zusammenhängt, dann ist es leer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Situationen in meinem Leben, da habe ich Hunger, gucke in meine Brotdose und die ist leer. Manche von euch kennen ja vielleicht den Reim vom Bodensee. Ach, hoje, werd ich traurig, wenn ich von meinem Glas den Boden sehe. Wenn es leer ist, dann bist du verzweifelt. Aber durch die Auferstehung Jesu Christi ist es nicht leer. Sondern er ist heute noch lebendig und befreit dich heute noch von Schuld und heute noch von Problemen und Sorgen. Er verändert dich heute noch und er lässt dich nicht so, wie du bist. Ihr werdet euch bestimmt jetzt fragen, warum hat Johannes eine Ratte hier vorne liegen? Weil er es kann vielleicht. Das Evangelium ist mehr als nur Erlösung im kommenden Leben, sondern das Evangelium ist heute in unserem Leben schon lebensschaffend und verändert. Es gab einen Mann, er hat ein kleines Flugzeug mit einem kleinen Kolbenmotor und er fliegt von Amerika, von Chicago bis nach Alaska wollte er fliegen. Eine Zwischenlandung. Und er fliegt so vor sich hin und dann macht er eine Zwischenlandung und fliegt wieder hoch. Was passiert? Er landet an einem kleinen Flughafen und dort kommt eine kleine Ratte ins Flugzeug hinein. Er fliegt, er merkt es gar nicht, aber die Ratte ist da. Er merkt es nicht. Er gewinnt an Höhe, fliegt rum. Was passiert dann? Die Ratte fängt an zu nagen. Die geht ins Cockpit, an die Kabel, fängt an zu nagen. Er hört das. Er ist verzweifelt, was kann ich machen? Ich kann nicht absteigen, das Flugzeug fällt runter. Ich muss die Ratte töten, sonst sterbe ich. Ihm fällt ein, damals, als ich Pilot werden wollte, habe ich mal ein Buch gelesen, dass Ratten in einer bestimmten Höhe nicht mehr atmen können. Was macht er? Er nimmt den Knüppel, zieht nach hinten und steigt hoch und noch höher und noch höher. Und oben kriegt er selber kaum noch Luft. Er schnappt nach Luft, ihm ist schon fast schwindelig, aber er hört ein Plumpsen und die Ratte ist tot. Sie ist erstickt. Wenn wir als Christen in einem niedrigen Niveau leben im Geist, dann können uns die Ratten, unsere Ratten attackieren. Da können unsere Sünden uns attackieren, unsere schlechten Gefühle, unsere schlimmen Vorstellungen. Aber wenn wir hochziehen, höher kommen zu Christus, wenn wir unser geistiges Leben auf ein neues Niveau bringen, dann werden die Ratten ersticken. Ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, aber wie oft, wenn ich mich um meine Sünden kümmere, wenn ich bestimmte Sünden habe, dann fokussiere ich mich immer auf meine Ratte. Ich drehe mich immer nur auf die Ratte, aber ich komme nicht ran. Aber das Ziel ist es eigentlich, höher zu steigen, damit Christus diese Ratte zum Ersticken bringt. Es geht nicht darum, dass du gegen deine Ratten kämpfst, sondern dass du hochkommst. Christus wird es tun. Das ist das Evangelium. Er tötet deine Ratten.
Du, wenn du auch nicht rankommst, er tötet deine Ratten. Und die Ratte kommt nicht, wenn du der Superheld bist, wenn du gerade den besten Tag mit deiner Frau hast oder wenn du die super Predigt abgeliefert hast oder den größten Karpfen gefangen hast. Eine bessere Steigerung gibt es ja gar nicht. Sondern die Ratte kommt, wenn du alleine zu Hause bist. Montag ist mein freier Tag. Montag, wenn ich zu Hause alleine sitze oder am Boot alleine beim Angeln bin, dann kommen die Ratten und klopfen an. Versager, hast du nicht gut gemacht. Hättest du mal, schon wieder. Und ich sag dir eins, wenn du dich hochziehen lässt von Christus, dann sterben die Ratten. Die kommen nicht wieder. Sie ersticken. Und das ist das. Ich suche dann Trost in der Schrift. Und ich sage dir eins, entweder hält die Bibel dich von der Sünde ab oder die Sünde hält dich von der Bibel ab. Versuch, dass du hochgezogen wirst, dass die Ratten sterben. Fokussiere dich nicht auf deine Sünden, sondern fokussiere dich auf Christus. Weil er hat uns schon gerettet, wir haben schon gewonnen. Und wenn du die Identität in Christus erkannt hast, dass du gerettet worden bist, dann wirst du siegen. Und das wird dich verändern. Wenn ich als Christ unterwegs bin, dann bedeutet das, dass ich mich selber lieben kann. Wenn ich als Christ unterwegs bin, dann bedeutet das, dass ich andere Menschen lieben kann. Wenn ich als Christ unterwegs bin, dann weiß ich, dass ich schon geliebt worden bin. Und das verändert mich. Das ist doch das, was das Evangelium ausmacht. Das Spannendste an der ganzen Sache ist, Christus identifiziert sich mit uns. Gott identifiziert sich mit uns. Er nennt sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott identifiziert sich mit Menschen. In seinem Namen sind Menschennamen drinne. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Der Gott Klaus, Bärbel und Ute. Er identifiziert sich mit Menschen. Und wenn wir anfangen, uns mit Gott zu identifizieren, dann wird das unser Leben verändern. Nicht nur er identifiziert sich mit uns, sondern wir identifizieren sich mit ihm. Und das verändert. Thorsten, kann ich dich kurz da vorne, wir hatten was abgesprochen. Christus kann dir auf zwei Ebenen begegnen. Einmal kann er dir als Erlöser begegnen. Die Handfläche, als Erlöser. Wenn du Christus als Erlöser nimmst, dann gibst du einen High Five. Dann hast du Christus als Erlöser. Aber Christus hat noch eine andere Seite. Christus ist auch dein Herr. Und wenn du ihn nimmst, dann packt er dich und zieht dich raus aus dem Stuhl. Du kannst nicht nur einen High Five an Jesus geben. Danke. Du kannst nicht nur einen High Five an Jesus geben, dann bleibst du sitzen. Aber wenn du ihn auch als Erlöser annimmst und als Retter, als Herr, dann zieht er dich aus deinem Stuhl raus. Er tötet deine Ratten, er verändert dich. Und was bedeutet das dann? Nicht mehr mein Wille geschieht, sondern sein Wille geschieht. Und das ist das Evangelium, was heute noch rettet, dass du dich selber zurücknimmst. Und wenn er dein Erlöser und dein Retter ist, dann wird sein Wille geschehen. Und er verändert dich, er holt dich raus aus dem Stuhl, er holt dich sogar raus aus dem Sofa. Und das ist das Schlimmste. Wenn wir Christus als Herrn und Erlöser haben, als Retter haben, dann zieht er uns aus allem raus. Er tötet alle Ratten. Er identifiziert sich mit uns. Er ist nicht nur am ersten Tag da, am zweiten Tag da, er ist am dritten Tag da. Dieser Jesus ist da und er ist da. Und er wird im Alten Testament als der seiende Gott deklariert. Gott ist da und er ist für dich da und er ist für mich da. Und wenn du dich mit Gott identifizierst, dann identifiziert er sich zuerst mit dir. Er ruft. Er ruft. Ich will euch bitten, nur die Augen zuzumachen. Gibt es einen unter uns, der Jesus noch nicht kennt, der Jesus neu annehmen möchte oder der Jesus annehmen möchte, weil er noch kein Christ ist? Der melde sich einmal bitte. Die anderen haben die Augen zu. Wenn du Jesus nicht kennst, dann heb einmal die Hand, damit ich für dich von hier vorne beten kann. Okay, alles Christen hier. Ich frage noch einmal, wenn du Jesus nicht kennst und Christ werden möchtest, dann heb die Hand, ich werde für dich von hier vorne beten. Du brauchst nicht nach vorne kommen. Okay, sind eine, danke, habe ich gesehen, danke, danke, habe ich gesehen. Und ich will dich noch was fragen. Wenn du Christ bist und die Wege des Herrn verlassen hast, dass du nicht mehr seinen Willen gehst, sondern deinen Willen gehst und Neustart machen möchtest und neu mit Christus starten möchtest,
dass du sagst, ich möchte jetzt deinen Willen tun. Ich will, dass meine Ratten sterben. Ich will, dass du mich als Herr und Erlöser meine Hand packst. Dann heb jetzt die Hand, ich werde für dich auch von hier beten. Danke, 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 ich sehe es, danke, danke. Mein Gott, du hast die Hände gesehen und ich bitte dich, Herr, dass du Gnade schenkst für jede einzelne Hand, die Mut gefasst hat, dass du neues Leben schenkst, Herr, dass du diese auch die Hände, die dich noch nicht kennen. Herr. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit dem Heiligen Geist und mit Vollmacht und mit Kraft, Herr. Und ich bitte dich auch für die, die gestrauchelt sind in ihrem Leben, mein Gott. Du siehst, dass Menschen wankeln. Ich bitte dich, Herr, dass du sie zurückholst zu dir auf deinen Schoß, mein Gott, dass sie deinen Weg gehen und deinen Willen tun, Herr. Du bist der Gott, der alles verändern kannst, der Menschenherzen verändern kann. Ich bitte dich, dass du das tust und dass du das bestätigst, diese Menschen berührst. In Jesu Namen. Amen. Wir werden später noch Zeit haben. Wenn du dich nicht getraut hast oder es festmachen willst, dann komm nach vorne später, nach der Taufe.